Das geplatzte Handy, das ist ja schon mal vielversprechend, ne? Da sind jetzt sogar schon zwei Handys. So, wie ist das Handy geplatzt? Oder noch besser, um was geht es? Es geht um ein Redmi, Xiaomi Redmi 4A. Genau, 4A heißt das Ding. So, das ist es nicht. Das ist mein Reservehandy inzwischen. Das ist das Handy und das ist die Ursache. Dieses ist ein Akku. Ihr seht, er hat sich geringfügig verändert. Der war mal, das kann man an der Kante ja sehen, wie flach er ursprünglich mal war. Und jetzt ist es nicht mehr. Was ist passiert? Das gute Stück ist mir in die Badewanne geplumpst, weil ich mich unvorsichtig bewegt hatte. Ich, Dummbatz, habe nicht aufgepasst. Ja, das Handy ging kurz auf Tauchstation. Ich habe sofort gegriffen, wieder rausgerissen, möglichst viel Wasser rausgeschüttelt und beiseite gelegt. Und innerhalb von, ich weiß nicht, 2-3 Minuten sah das Handy irgendwie komisch aus. Ne? Das war nicht dieses hier, das ist nur ein Anschauungsmodell. Das hier ist das Handy, um das es ging. Was passierte ist, dass das Wasser relativ leicht rauslief. Und zwar hier. Also da, wo eigentlich keine Lücke sein sollte, war plötzlich eine. Das Handy war noch an. Und irgendwie konnte man da so Licht durchschimmern sehen. Ich denke, das ist doch sicherlich nicht normal. Und überhaupt war die Rückfront immer schon so gewölbt. Sehr merkwürdig. Naja, jedenfalls, nachdem ich mich dann wieder trockengelegt hatte, habe ich das Handy trockengelegt. Und dann war es inzwischen so weit, dass das, also hinten eine Riesenbeule war. Und vorne das Display eigentlich auch schon den hier machte und auch schon an einer Stelle gesprungen war. Ich habe natürlich gesagt, ach du Scheiße, jetzt schnell auseinandernehmen. Habe das Ding also auseinandergebaut und dabei dem Display endgültig den Rest gegeben, weil ich gar nicht genau wusste, wo und wie. Nämlich, dass man hier diese ganze goldene Schale komplett abheben muss nach hinten. Das ist ein ziemliches Gefrickel, weil das gar nicht vorgesehen ist. Stattdessen habe ich praktisch hier eine ganz, ganz schmale Linie zwischen, eigentlich am weißen Rahmen. Ne? Und wie ich mittlerweile weiß, war das der Unterschied zwischen Display und restlichem Rahmen. Ja, damit habe ich dem Display dann den Rest gegeben. Das meine ich, dieses hier, dieses Display hat den Rest gekriegt. Ja, ach Gott, also man sieht ja auch von der Beule nicht mehr viel. Egal. Tun wir mal so, als wäre das gar nicht da. Dann hatte ich also praktisch dieses hier, diesen Kadaver. Ich habe das Ding dann irgendwann komplett auseinandergebaut, dann aber richtig. Und habe dann erst gesehen, dass der Akku irgendwie geringfügig sich verändert hatte. Daraufhin hat er die nächsten Tage, und das wird auch so bleiben, draußen gelegen. Wir wissen ja alle, Lithium-Akkus, Handys, Wasser, komisches Verhalten. Am besten nicht auf brennbaren Untergründen liegen lassen. Da können seltsame Dinge passieren. Jedenfalls, der Akku hat völlig problemlos das Handy geknackt. Ja, und ich, Dummbatz, habe dann dem Display den Rest gegeben. Na, der Akku hat ja noch Energie, also der funktioniert im Grunde noch. Nun kam ich natürlich an nichts mehr ran. Meine ganzen Kontakte sind da drin. Und während ich normalerweise ein totaler Backup-Fetischist bin, also von allem möglichen Backup habe, ausgerechnet von meinem Handyinhalt, hatte ich irgendwie keinen auch nur halbwegs aktuelles Backup. Ich habe ein ziemlich altes gehabt. Na, es ist nun mal so, dass man die Dinger nicht einfach mal eben so backupt. Mittlerweile weiß ich, alles klar, per Bluetooth einfach eins meiner Reserve-Handys schicken und schon ist ein Backup erledigt. Ja. Und ja, was nun, spricht Zeus? Also aus eigener Hand, ne, also ein Display kaufen, bei eBay gibt es ja alles schön zu erwerben. Schwierig, ne? Also vor allen Dingen habe ich da erstmal das alte zerlegt, bevor ich mir ein neues Display bestellt habe und festgestellt habe vor allen Dingen, das Display zu wechseln ist wirklich was für Fachleute. Was man wechseln kann, also so wie ich es zerlegt habe bis hierher, dass der Rahmen mit drin bleibt. Das kann man also auch als normaler Mensch hinkriegen und auch wieder zusammenstückeln. Problematisch ist nur, wenn man sich einen Reserverahmen kauft mit Display, und das ist auch in China kein großes Problem und kostet auch nicht die Welt, dann fehlen diese ganzen kleinen Komponenten, die hier überall verbaut sind. Da und da und also der ganze kleine Kram ist eben nicht mit drin. Und gerade bei diesen winzig kleinen Flachkabeln, das ist alles irgendwie geklebt und dann habe ich angefangen, habe gesagt, sei es drum. Und habe stattdessen nach einem Gebrauchtexemplar gesucht, um dann eventuell meine Hauptplatine von da nach da zu transplantieren. Ja, dann habe ich also einige Zeit gesucht. eBay, völlig aussichtslos. Sonstige Felder auch völlig aussichtslos. Und als ich schon gar nicht mehr wusste, also das Einzige, was ich gefunden habe, war in Israel.
mit entsprechenden Portokosten. Und da habe ich bei eBay Kleinanzeigen geguckt und ein Erstaunen, für, ich glaube, 24 Euro plus Porto habe ich dann also ein zwar angeditschtes, ne, also das habe ich jetzt nicht gemacht mit dem Display, sondern das ist also vom Vorbesitzer, deswegen war es ja auch so schön günstig, aber ansonsten vollkommen intakt, also funktioniert alles noch. Und dann habe ich gesagt, na schön, den Versuch kannst du machen, das kann man investieren. Hab das Ding zerlegt, also diesmal ordentlich, hab hiervon die Hauptplatine genommen. Irgendwo, ja, hier zwischen den beiden ist sie jetzt, ne? Die Hauptplatine liegt normalerweise praktisch in diesem Bereich. Die ist also nicht sehr groß. Ab hier liegt der Akku und hier unten ist unsere Mikrofonplatine und USB und so weiter. Also hier so groß ist etwa die Platine. Und da müsste ja eigentlich alles drauf sein, was wichtig war. Naja, jedenfalls habe ich das Ding gewechselt. Hab dann noch eins von den diversen Flachkabeln geschrottet, das nämlich zuständig ist hier für die Knopfleiste an der Seite. Da habe ich zum Glück die komplette Knopfleiste hiervon ausbauen und da einsetzen können. Und habe jetzt also, oh Wunder, ein komplett funktionierendes 4A wieder draus gemacht. Dass ich allerdings, oh, ich muss hier ein bisschen doller drücken, dass ich allerdings nicht irgendwie jetzt bei eBay verkloppe, um die Kosten wieder reinzuholen, sondern schlicht und ergreifend, das Ding bleibt hier als Backup-Reserve, hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, nostalgischen Charakter. Immerhin hat es Merkwürdiges mitgemacht und ich konnte auch mit diesem Gerät meine Kontakte per Bluetooth direkt an mein neues Handy senden. Das ist alles Aquarius, BQ Aquarius X5 Pro heißt es, glaube ich. Egal. Ich wollte jedenfalls kein Redmi wieder haben, ne? Weil die Xiaomi-Geräte laufen mit einem eigenen Betriebssystem. Dieses MIUI, das irgendwie zwar so ähnlich wie Android ist, aber eben nur so ähnlich, aber eben doch nicht so ganz genau. Ja, siehst du, ne? Alles wieder gut, läuft auch, funktioniert. Ich würde es jetzt trotzdem nicht, also nur im Notfall, als Backup-Handy tatsächlich benutzen, weil ich habe diverse Dichtungen, wie zum Beispiel hinter der Kamera. Da ist normalerweise eine Gummidichtung. Und hier oben sind unten drunter auch noch Gummi. Habe ich alles nicht eingesetzt. Ich wollte es nur einfach schön schnell zusammenstecken, Daten retten und dann ab dafür. Ja, habe ich ja auch gemacht. So, deswegen werden wir ihn jetzt auch wieder in die wohlverdiente ewige Ruhe schicken. Also ewig, falls nicht irgendwas passiert. Ja, gut. Ja, das wollte ich einfach nur mal zeigen. Das Sehenswerteste daran ist A, ja, der Akku hat sich verändert und er hat ziemlich viel Kraft da reingebuttert. Und B, ja, man kann Daten retten, indem man die Hauptplatine transplantiert. So, und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich war. Diese Daten, die da drin sind, also die Kontakte, die habe ich über Jahre hinweg gesammelt. Da sind vor allen Dingen viele drin, die so mit der Securitas, also meinem früheren Arbeitgeber, zusammenhängen. Das heißt, ich habe diverse Ansprechpartner, deren Durchwahl ich ganz gern hätte für den Fall, dass ich irgendwann mal wieder einsteigen müsste. Ne? Also freiwillig würde ich es eher nicht tun. Aber für den Fall das und auch diverse andere Sachen, die man halt im Laufe der Jahre so zusammengesammelt hat. So, habe ich alles wieder, alles gut, darum ging's. Kurzes Video, ich lasse euch ja an jedem Quatsch teilhaben. Ja, das war's. Danke fürs Reingucken.